Wir haben ja alles. Ah. Leute, jetzt ist es soweit. Der Moment ist gekommen. Oh, da hinten ist noch eine Insel, auf die wir bauen können. Geil. Wir können alles kaufen. Und wir sind durch. Wir haben alles. Wir sind die größte Stadt. Wir haben alles. Und das ist alles, was wir noch bebauen werden. Oha. Sogar hier drüben auf dem Festland können wir bauen. Na, das weiß ich nicht, ob ich das machen werde, ganz ehrlich. Ich finde eigentlich so unsere Halbinsel. Wir sind ja eine Halbinsel, ne? Ja. Unsere Halbinsel finde ich eigentlich so ganz nice. Oh, wir können jetzt auch die Zuggleise darüber bauen, ne? Na, zunächst einmal will ich... zunächst einmal mache ich das Unnötigste. Wir machen einfach den Kai hier weiter. Weil, das habe ich jetzt mir einfach so gedacht, dass ich das auf jeden Fall schnell weitermachen will. Weil sonst, Höhe zu hoch. Höhe zu hoch. Schade, okay, dann war es das hier. Aber hier hinten kann ich es noch hinziehen. So, so. Höhe zu hoch. Das da ist definitiv nicht die Höhe zu hoch, Leute. Also, ohne Scheißspiel, nein. Definitiv nicht. So. Willst du mich gerade verarschen? Spiel? Hallo? Danke. So. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Spiel! Oh, halt, falsche Taste. Spiel! Aha! Deswegen. Ja. So, bitte einmal... bisschen angleichen. So. Dum-dum-dum-dum. Jetzt gehen wir wieder zurück auf unser Menü. Höhe zu hoch. Jetzt. Perfekt. Na, geht doch. Warum nicht gleich so? So. Hier ist wieder die Höhe angeblich zu hoch. Das kann man alles korrigieren. Ja, im Prinzip. Das, glaube ich, da hinten lasse ich so, wie es ist. Und es ist Nacht. Alter, wir haben einfach alles gebaut. Ha? Also wir können jetzt alles bebauen, sagen wir es so. Hier ist immer noch Verkehr dahin. Ach ja, stimmt. Das ist ja inzwischen ja die Straße, ne? Wobei man ja sagen muss, eigentlich... ach, verdammt. Die Abbiegespur hier. Wir können halt einfach nicht genug hin, ne? Okay. Machen wir folgendes Prinzip. Moment. Wir machen hier diese geile Straße. Die da. Ich mag die. Ach ja, die hat ja inzwischen auch einen Gehweg, ne? Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Na gut, egal. Hier, hallo. Da. Ich möchte das natürlich auch wieder angepasst haben. Moment. Verdammt. Halt. Pause. Du darfst nur dahin. Du darfst nur dahin. Du darfst nur dahin. Du darfst dafür da und dahin. So. Jetzt passt's wieder. Natürlich. Oh Gott, warum ist das so? Halt! What the fuck? Ich möchte das hier korrigieren. Das soll nicht einspurig sein. What? Why? Hallo? Klicken Sie auf Exist... Hallo? Nein!
Warum ist das so? Ich möchte es andersherum haben. Die sollen doch nicht... Was ist denn das für eine Scheiße? Ich will das Teil umdrehen. Weg da. Nein. Aus. Das darfst du nicht. Jetzt. Halleluja. Ich glaub's hackt. Oh nö. Jetzt wurde das wieder geändert. Du darfst da nicht rechts ab. Du darfst da nicht hierhin fahren. Böse. Das korrigiere ich lieber auch nochmal. So. So. Jetzt passt's wieder. Ja, ich will ja, dass das da zweispurig ist und nur einspurig da rein. Das soll ja auch so sein. Da wieder sehr viele Linksabbieger. Ha, so ist besser. Herrlich. Hier ist immer noch richtig Panik angesagt. Na, aber zumindest alle mal besser als gar nicht. Ach ja, die Autobahn, die ich hier jetzt schon seit, ich glaube, mehr als das halbe Let's Play habe, wird jetzt endlich mal fertiggestellt. So, einmal bitte in den Berg hinein. Ihr sollt euch freuen. Es entlastet euch. Also seid ruhig. So, in den Berg hinein. Und dann hier hinten raus. Das heißt, immer geradeaus durch. Kann ich hier ungefähr machen. Immer geradeaus durch. Bis ungefähr hier hin. Es geht sogar relativ gerade durch den Berg durch, ne? Das kann ich eigentlich auch gleich von der Richtung her ändern. Die Einfahrt dementsprechend auch. Hier muss ich natürlich jetzt auch noch hochkommen und ein schönes Kreuz bauen. Dann kann ich nämlich auch gleich einige hier wieder weglenken. Oha. Hier ist auch richtig Stress. Ach, weil die ja jetzt auf einmal genutzt wird, ne? Eieieiei. Hier außenrum würde ich dann auch noch ganz gern eine bauen. Aber hier ist es richtig blöd. Das sieht zwar geil aus, aber da jetzt irgendwas groß zu bauen, wird richtig blöd. Geht gerade die Sonne unter oder auf? Ich glaube, sie geht auf. Ah, herrlich. Dann würde ich ganz gerne hier Tempo beschleunigen, damit ich bei Tag wieder bauen kann. Ah. Im Tourismusviertel erhält es auch... Oh. Ja, okay. Wir haben mal wieder viel Touristen. Wir haben immer noch keinen Flughafen. Leute, wo wollen wir den Flughafen hinbauen? Oh. Ich kann jetzt hier endlich mal abreißen, ne? Wo wollen wir den Flughafen hinhaben? Hier hat er wohl keinen Bock mehr gehabt. Das Ganze schön smooth zu machen. So, Pause. Flughafen, Flughafen, Flughafen. Also wir können einen internationalen Flughafen bauen und einen kleinen. Den internationalen, naja, den würde ich fast hier hinten hinbauen, ne? Also da ist vom generellen Umfang her ist es am besten. Hier kommt ja noch ein bisschen mehr Tourismus hin. Mache ich vielleicht hier einfach den kleinen dann drauf auf die Halbinsel. Wie wird es denn ausschauen? Gefälle zu steil, aber größentechnisch könnte passen. Und jetzt einfach mal der internationale Flughafen im Vergleich. Der würde auf der Insel prinzipiell auch geil ausschauen. Ich müsste halt sehr, sehr viel terraformen. Aber der würde tatsächlich sehr geil ausschauen. Zum Beispiel so. Wobei er noch viel geiler ausschauen würde...
Na, da hat er aber echt gepfuscht am Ende. Das sieht alles nicht mehr so geil aus. Also man muss schon sagen, Hut ab an den Mapperbauer. So ist es nicht. Ich meine, sowas würde ich nie hinbekommen. Und es sieht auch geil aus. Deswegen habe ich es auch gemacht. Aber einmal bis zum Ende durchgezogen, dann wäre es perfekt. Ohne Scheiß. Dann wäre es perfekt. Aber nein, ist nicht. Wenn ich die Insel abtragen würde, also verkleinern würde, dass es gerade so für den Flughafen reicht und ein bisschen Tamtam hier drumherum, zum Beispiel einen fetten Busbahnhof und sowas und einen Bahnhof an sich, das wäre schon geil. Oh, das dauert. Das dauert lang. Ist da gerade einfach ein... Ja. Er hat die entsprechend gelegt. Das werde ich dann korrigieren, dass ich das hier einfach... Das kann ich eigentlich auch jetzt schon abtragen. Nicht immer reden, sofort machen. So. Intensität stark. Abtragen. So. Hier auch. Zu viel Erde habe ich übrig. Alles klar. Keine Ahnung. Fülle ich die Insel hier auf? Hier, da. Hui! Zu wenig Erde. Ah, das ging jetzt aber schnell. So, abtragen. Okay. Jetzt noch ein bisschen smooth machen. Also, die Idee der Steilküste hier lasse ich mal. Aber... So. Zumindest, dass es einigermaßen passt. Von den Wegen her. Und fahren sie zwar sehr nah da an der Küste entlang, aber... allemal besser, als wenn sie durchfahren würden. Okay, ich glaube, die würden immer noch durchfahren, oder? Was sagst du, Containerschiff? Oh, da sind ein paar Bäume jetzt unter Wasser. Starker Wellengang. Oh, die Gischt schäumt auf. Und sie fahren verdammt nah dran entlang. Okay, tragen wir noch ein bisschen was ab. Zu viel Erde. Dann können wir da drüben ja wieder auftragen. Zack. Nicht genügend Erde. Eigentlich ist die da drüben total fehl am Platz. Wenn ich mal so grob überlege. Eigentlich müssen ja solche geilen Inselflughäfen ja relativ nah auf einer künstlichen Insel sein. Also nah am Wasser, meine ich. Und dementsprechend nicht so groß aufgebockt. Wo könnten wir denn noch viel Erde gebrauchen? Also hier ja nicht, ne? Wo könnten wir viel Erde gebrauchen? Eigentlich kaum irgendwo, ne? Verdammt, wo tue ich die Erde hin? Tue ich sie da hin? Da sieht man es ja nicht. Hui! Einmal da. Jetzt ist weg. Sieht man so gut wie gar nicht. Oh, da geht's noch hoch. Weg. So, jetzt sieht's gut aus. Jetzt fahren sie nicht mehr durch die Erde durch. Wunderbar. Jo, herrlich. Mir gefällt das. Okay, ich glaube, ich werde dann soweit mal auch die Aufnahmesession wieder beenden. Das Einzige, was ich jetzt noch ganz gerne machen würde, ist... Ups, Moment. Das war, glaube ich... Nee, das war schon ganz richtig. Gut. Moment. Nehme ich das, gehe runter... Auf welche Höhe sind die denn? Raus. Runter. Da geht es jetzt nur minimal hoch, ne? So. So ist jetzt einigermaßen gut, ne? Ja, das ist sehr schön.
Wunderbar. So, auf der Höhe kommen sie dann raus. Dann sind sie gleich auf Brücken. Dann kann ich das hier schön viel besser gestalten. Das zweite Autobahndreieck, was ich hier auch gleich machen werde, ist wahrscheinlich irgendwo... Ja, hier zum Beispiel komme ich gar nicht hin. Hier ist Baugrenze, ne?